Die Huren im Serrat-Tag am 11. und 12. August haben alles geboten, was das Herz begehrt. Neben Traumwetter war es vor allem ein Highlander-Radmarathon und die Strecke rund um Vorarlberg mit über 850 Teilnehmern. Ein absolut spektakuläres Stadtkriterium, ein tolles Rahmenprogramm, das diese Veranstaltung zu einem richtigen Erlebnis macht. Der Reihe nach. Den Auftakt bildeten am Samstagnachmittag die Kinderrennen mitten in Hornems. Hier zeigten bereits die Jüngsten, dass sie das Rad beherrschen, und so erlebten die Zuschauer tollen Sport. Dann waren die Handbiker an der Reihe. Im Rahmen der offenen Vorarlberger Meisterschaft gewann das Rennen über 25 Runden der Schweizer Bruno Huber vor Walter Eberle aus Liechtenstein. Und der Dornbirner Filippo Nadimann kam auf Rang 3, aber gleichzeitig wurde er Vorarlberger Landesmeister. Silber in der Landesmeisterschaft ging an Thomas Pächter vor Wolfgang Wimmer, alle vom Ennio Rollstuhl Club Vorarlberg. Das Prominentenrennen mit Startern wie dem Wiege-Obmann Paul Mattis, Dieter Ecker, dem Landtagsabgeordneten, die Stadträte Friedl Dold und Bernhard Ammann oder auch dem Feuerwehrkommandanten Robert Franz sorgte für besonderen Applaus. Denn trotz modernster E-Bikes von Sport Mattis kamen die Herren ordentlich ins Schwitzen. Höhepunkt am Samstag war dann das Sport Mattis Startkriterium der Elite und Profis über 72 Runden. Bei absolutem Traumwetter und eben solcher Zuschauerkulisse wurde das Sport Mattis Startkriterium in Hohenems zum angekündigten Krimi. Das starke Team Vorarlberg ließ sich den Heimsieg aber nicht nehmen und schlussendlich platzierte sich Rene Weissinger an der obersten Stelle des Klassements. Nach packenden 72 Runden im historischen Stadtzentrum von Hohenems sicherte sich Teamkollege Florian Bissinger Rang 2. Ja, eine absolute Teamleistung. Das Team hat sehr stark gearbeitet und im Endeffekt bin ich froh, dass ich vorne war und bin total happy. Unser Team ist zufrieden und ein Doppelsieg, was wollen wir mehr? So ein Kriterium ist aber auch eine gefuchste Sache. Man muss immer aufpassen, ob nicht irgendjemand geht, und es waren sehr starke Fahrer ja dabei. Also das heißt, immer auf der Acht und auf der Hut sein. Ja, natürlich immer auf der Hut sein. Ich bin ein alter Kriteriumsfuchs. Ich fahre schon seit ich 10 bin, fahre ich viele Kriterien. Ich bin jetzt ein bisschen aus der Übung durch die vielen Straßenrennen, aber im Endeffekt steckt es noch im Blut und dann weiß man natürlich, was man zu tun hat, und das habe ich heute gezeigt. Der Höhepunkt der beiden Radtage dann aber am Sonntag. Nach der Segnung des Stadtpfarrers gingen über 850 Starter aus 15 Nationen um 7 Uhr früh bei der 7. Auflage des Highlander Radmarathons an den Start. Der Italiener Roberto Cunico, unter anderem bereits Sieger bei der Eddy Merckx Classic oder Podestplätze beim Ötztaler Radmarathon, sicherte sich bei idealen Bedingungen in 5 Stunden, 27 Minuten und 8 Sekunden den Erfolg. Wie in den letzten Jahren schon der Fall, war der Anstieg auf das Verschienerjoch durch das große Walsertal die entscheidende Passage der insgesamt 187 Kilometer langen und über 4000 Höhenmeter steilen Strecke. Cunico setzte sich beim Aufstieg deutlich ab. Einzig Bernd Hornetz, der Deutsche, Sieger aus dem Jahr 2010, konnte noch folgen. Richtung Ziel nach Hohenems holte Hornetz dann noch einmal stark auf. Den Sieg ließ sich Cunico aber nicht mehr nehmen. Bei den Damen ging der Erfolg ebenfalls nach Italien. Marina Ilmer aus Südtirol pulverisierte den Streckenrekord und sie unterbot die Bestzeit um fast 14 Minuten und gewann den Highlander Radmarathon in 5 Stunden 59 Minuten. Ja, also das war für mich der erste Radmarathon hier in Vorarlberg, und ich muss sagen, ich habe auch noch nie so viel Höhenmeter gemacht und so eine lange Distanz gefahren. Das war für mich das erste Mal. Spannend ging es auf der etwas kleineren Tour rund um Vorarlberg, da waren es 160 Kilometer und etwa 2400 Höhenmeter, die zu bewältigen waren, zu. Schon in Waadt setzten sich Hans Burkhardt aus Liechtenstein und der Vorarlberger Gerd Hagspiel ab. Burkhardt machte dann nach dem Vorarlberg-Pass so richtig ernst und er ließ Gerd Hagspiel keine Chance und gewann mit neuem Streckenrekord von 4 Stunden 3 Minuten. Den Damensieg holte sich Vorjahressiegerin Astrid Schartmüller in 4 Stunden und 32 Minuten. Zusammenfassend war es wieder ein großes Radfest und eine perfekte Organisation des ÖMTC-Radvereins Hohenems.